Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge ETS 2. Ich hoffe, wir sind da bald aus dem Stadtgebiet heraus. Ist ja die ganze Zeit nur 50 fahren zu können. Hey, ist das ermüdend. Das ist nicht gut. So schaffen wir die 1300 Kilometer. Nicht in 8 Folgen. Möchte ich mal meinen. Wenn das nicht gibt, gut Para. Ja, bald können wir unseren eigenen Kredit zurückzahlen, den letzten, der noch offen ist. Tja, und diese Folge wird wahrscheinlich eine Nachtfahrfolge, ne? Ist ja, ja. Wobei unser Bett ist mittlerweile auch schon wieder halb voll. Mal schauen. Und da vorne ist schon wieder ein, wer ist das? Kreisverkehr. Oder? Ah ne, ist ein T-Stück. Ah. Biege nach rechts ab. Tja, wollen wir mein Fotoapparat hier abfahren in der Nacht? Na, mal probieren. Neu berechnen. Ja, also man kann jetzt nachts definitiv viel mehr erkennen. Holy shit. Gut, ihr wahrscheinlich nicht bei YouTube, ne? Aber zumindest ich. Und ihr, wenn ihr das Spiel spielt. Das ist schon... Gut, da hinten die Berge sehen ganz schön zickig aus, also zickzack-mäßig aus. Das hätte man noch besser hinbekommen können.
Alter. Die Berge hinten sehen aber genauso zickzackig aus. Warum so low-poly? Hm. Boah, das sieht schon geil aus. Wobei das schon wirklich fast ein bisschen zu hell ist, ne? Na, mit dem HDR müssen wir noch ein bisschen Feintuning machen, ne? Also so die nahe City, ja. Aber was weiß weiter weg ist, so da hinten der Berg zum Beispiel, müsste ein bisschen dunkler sein. Ich glaube, was mir aufgefallen ist, unsere Radkappen leuchten nicht mehr so schön. Ne, früher waren unsere Radkappen so richtig leuchtend. Mittlerweile gar nicht mehr so. Wobei ich sehe gerade. Hä? Okay. Warte mal. Wir haben gar nicht mehr die grünen Radkappen. Hatten wir nicht mal so eine neongrünen Radkappen gehabt? Oder verwechsel ich das gerade mit dem anderen LKW? Das war doch der. Klar war das der. Warte mal kurz. Ach nee, halt, stimmt. Doch, das war doch ein anderer LKW. Das war unser schwarzer LKW. LKW-Manager? Das war ja. Genau, der hier, der hatte diese grünen Radkappen. Diese neongrün, leuchtgrün, was auch immer. Mitsamt seinem Auflieger. Der gute hier. Der hat diese leuchtgründiger. Ah, okay. Never mind. So, müssen wir hier nur wieder rauskommen. Also schön gelb. Mhm. Das ist ja nice. Gott, diese Schilder sind ja schon an der Straße. Holy shit. Wow.
Weißt du, überall in der City, wo du weiter Straße hattest, durftest du nur 40 fahren oder so. Und hier, bei so einem Parcours, hier darf man mit 80 durchraten. Ja, moin. So eine coole Brücke hier. Erinnert mich schon von der Gesamtarchitektur hier schon sehr an Japan. Nur dass du bei Japan mit nur 60 durchfahren darfst. Und nicht mit 80. Rechts gesperrt, ne? Ja. Hundert! Ja, moin! Geht aber gut bergab. Und gut bergauf. Hey, hey, hey. Oh, das Lied. You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame, oh, some things never change, never change. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change.
redemption every day. I stopped asking for forgiveness, cause you should know, only fools tread with the angels. Fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone. So save your judgment, cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. Swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change. Sehr cooles Lied. Bisschen kurz, aber cool. Ach ja. Also dieser, mit der Ankündigung, dass es jetzt die Sterne besser zur Geltung kommen, hatten sie auf jeden Fall recht. Heilige Scheiße, sind das sternreiche Nächte. Am Tunnel darf ich nicht überholen, aber jetzt ist der Tunnel vorbei. Muhaha. Eine Kolonne von LKWs, Alter. Und die von alle nur 80. Gut, ich meine, wir müssen eigentlich auch 80 fahren, weil wie gesagt, unser Auflieger ist ja nur für 80 zugelassen, so. Von daher, rein muss man wieder ein. Ja, und schon haben wir die, also, können wir den Kredit auszahlen. Easy. Wie habe ich so weiße Glitzer auf der Fahrbahn? Das blitzt so weiß überall auf. Wir haben noch eine Menge Zeit. Also bis um 2 fahre ich mindestens. Das heißt, wir können mal gucken, ob wir bei der nächsten Raststätte, ob wir da dann reinfahren. 120.000 Euro. Da vorne zum Beispiel. Da haben wir gleich eine Raststätte, da können wir auch gleich tanken gehen. Wobei der Tank relativ gut hält.
Ich weiß halt gar nicht, was sie überhaupt für einen Tank aktuell haben. Liter oder 1200? Okay, lass uns eine neue Route finden. Geht sogar bei der Mutter aus, das ist lol. Ah, 1400, okay. So, Problem ist, um zum Schlafplatz zu kommen, müssen wir da hinten hin. Da sind wir wieder hier sehr optimal. Propantank, boom. Reisebus. Puh. Wieso kann ich hier nicht pennen? Hallo? Ah. Medikits sind auch da. Sehr nice. So, na dann. Let's Reihe in die Betten. Boah, ist das hell. Heilige Scheiße. Und die dichten immer noch rum, Alter. Die müssen so eine Beinschmerzen haben mittlerweile. Heilige Scheiße. Das ist immer eine enge Kurve hier. Da oben ist eine geile Brücke. Fahren wir da rüber? Bestimmt, ne? Ey, warum rennst du jetzt, du Affe? Also, wegen Gefahrenstelle. Was ein Angsthase. Das Problem, was ich halt habe, ist mit der Geschwindigkeitsbegrenzung. Normalerweise würde ich jetzt auch sagen, komm, wir fahren einfach mit 80. Also im echten würde ich halt auch mit 80 fahren. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, ob das Spiel berücksichtigt, dass unsere Auflieger nur für 80 zugelassen ist und es dort quasi falsch anzeigt. Oder ob wir wirklich 90 fahren dürften. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt wirklich nur 80 fahren dürfen, eigentlich. Und aber 90 angegeben ist. Oh, außer jetzt 80. Dann wäre die nächste Frage, die Routen, also die Zeit, die wir haben, um die Routen zu schaffen, sind die denn darauf ausgelegt, dass wir dort nur mit 80 langfahren, oder sind die eher darauf ausgelegt, dass wir mit, oh, hier ist die Brücke, dass wir wirklich mit 90 langbrettern? Das ist halt so ein bisschen so die Frage.
Aber die, gut, die anderen LKWs fahren ja nicht mal 80, wie es aussieht. Was für ein Loot. Oh, Alter, schon wieder so nah. Heilige Scheiße. Ich habe jetzt mal das Gefühl, ich nehme diese schwarzen Schilder hier mit. Weil jetzt beschleunigt er natürlich auf über... Mal gucken, was ich sehe. Der wird jetzt nämlich auch über 80. Also ich schätze mal, schon das Spiel denkt, dass LKWs 80 fahren dürfen. 90 fahren dürfen. Gut, jetzt weiß ich auch nicht, ob für wie viel die Kronoflieger zugelassen sind. I don't know. Zumindest sehe ich da keine 80er-Plakette dran. Hm. Vielleicht sollten wir uns auch einen Krone-Auflieger holen. Ja, der Feuerungswert oft geschmeidige 90. Sehr gerade auf die Eisen gegangen, alter Schwede. Kann er nicht erst die Spur wechseln und dann auf die Eisen gehen? Problem ist halt natürlich beim Kronoflieger, wobei ich weiß gar nicht, nicht dass ich dir Müll erzähle. Beim Kronoauflieger, da haben wir leider nicht unser schönes Plakettchen. Ne? Oh, Alter, mittlerweile so viele. Nice. So, haben wir nicht fünf wunderschönen Kronoflieger. Und da war garantiert nicht dazu eine Mikro-Skin. Der ist nämlich nur für die Standard-Trailer gedacht. Na, nix da. Gut, dann haben wir hier ein paar andere schöne. Ne? Hast du schon echt ein paar schicke mit dabei, ne? Na, wir brauchen nur noch 10 Stunden. Können wir also in einer Rutsche komplett schaffen. Wir könnten aber zwischenzeitlich auch nochmal schlafen gehen. Weil genug Zeit haben wir. Locker. Ich meine, mal gucken, wie wir durchkommen. Weil 10 Stunden heißt, wir fahren bis 22 Uhr. Das dürfte schon ein Stück sein. Wow, ich dachte, da Lüfter aufgeploppt. Sah gerade schon verdächtig so aus. Bitte links halten. Gut, dann. Dann soll es mit der Folge gewesen sein. Dann sehen wir uns zu einer späteren Folge denn dann wieder.